Hallo zusammen und herzlich willkommen bei diesem Live-Video auf Facebook. Und es geht heute um das Thema der Mythos Nische. Und die Frage, die dazu gehört, ist: Braucht wirklich jeder eine Nische? Braucht jeder Coach, Trainer, Berater, herzgetriebener Dienstleister in diesem Fall, weil das ist mein Zielpublikum, eine Nische? Und ich bin gespannt, hast du dir diese Frage selbst gestellt oder gar nicht darüber nachgedacht? Schreib mir in der Questions-Box. Einige Leute sind schon dort. Ich habe gerade ein paar Kommentare gesehen. Ich habe dieses Thema für heute gewählt, weil wir uns mitten in eine sehr spannende Woche befinden, nämlich diese Woche für eine sehr spezielle und kurze Zeit gibt es ein Sonderangebot von meinem neuen Online-System, Successful Solopreneur System. Und ich habe gedacht, es würde spannend sein, jeden Tag ein anderes Modul aus dem System ein bisschen zu vertiefen. Und das erste Modul von den 6 Modulen heißt Zielgruppenpositionierung. Und ich habe gedacht, es könnte interessant und spannend sein für euch. Hallo Simone Abermann. Hi, guten Mittag. Es könnte spannend sein, aufzuräumen, aufzuklären, denn für einige andere meine 1:1-Kunden, aber auch diejenigen, die bei dem Successful Solopreneur System unterwegs waren, es kamen einige Missverständnisse über Nische auf, beziehungsweise es entsteht dort bei dem Thema einiges an Stress innerlich. Und ich wollte mit diesem Mythos, mit diesem Missverständnis und mit diesem Stress endgültig Schluss machen, aufklären heute. Und meine Antwort auf die Frage, braucht jeder wirklich eine Nische, ist eindeutig, und das wird dich vielleicht überraschen, nein, das braucht nicht jeder. Du kannst tatsächlich alle Menschen in der Welt ansprechen, wenn du willst, mit deinem Angebot. Oder nehmen wir das ein bisschen enger. Du könntest zum Beispiel mit allen Menschen, die Deutsch sprechen und atmen, könntest du mit deinem Angebot ansprechen. Und tatsächlich, als ich in den vielen Werbeagenturen in ganz Deutschland gearbeitet habe, als Marketingstrategin, hatten wir häufig Kunden, die gekommen sind, die auch große Budgets haben, die gesagt haben, ja, wir wollen zum Beispiel mit diesem Turnschuh alle ansprechen. Also geben wir entsprechend, investieren wir. Also Budget, Zeit, wir machen eine Kampagne mit einer riesigen Reichweite und wir erreichen Leute in alle Altersgruppen, für die dieses Schuh zum Beispiel in Frage kommt. Das gab es manchmal als Aufgabenstellung. Oder wenn ich an dieses Thema denke, denke ich ganz klar an meinen Mentor Michael Neal. Ich bin gerade in einer Ausbildung in den USA. Für mich ist es eine Fort- und Weiterbildung für mein Coaching. Und wir werden dort ausgebildet zu Transformative Coaches auf der Basis von Three Principles. Und wer sich ein wenig auskennt mit den Three Principles oder auch mit anderen Coaching-Bereichen, da sagen wir ja klar, wir können das anwenden und wirklich jedem Mensch, der atmet und denkt, helfen mit dieser Methode, mit dieser Philosophie und Ansatz. Das wäre gar kein Problem. Und Michael macht manchmal einen Spaß daraus und sagt, das sind 7 Milliarden Menschen da draußen. Geh einfach in der Pause, in der Ausbildung vor der Tür und schon an der Promenade bei Venice Beach, da laufen genügend Leute herum. Sprich eine an und bevor du es weißt, hast du vielleicht einen Coaching-Kunde. Das sagt er vor allem für die Leute, die gerade dabei sind, neue Coaches, die ihr Business aufbauen wollen, die mehr Kunden wollen. Er will sie ermutigen, weil tatsächlich ein Vorteil von diesem Massenmarketing-Ansatz, wenn man so will, ist, dass man eine viel, viel größere Zielgruppe hat, viel mehr Menschen, die dafür in Frage kommen. Nur, wenn du zum Beispiel dich entscheiden solltest, ja, ich bin Life-Coach und ich möchte jeden mit meinem Angebot ansprechen oder ich bin vielleicht Grafikdesigner, ich kann für alle was designen oder alle Art von Geschäften, alle Art von Menschen, dann ist nur wichtig, dass du weißt, dass andere Fähigkeiten dann plötzlich notwendig werden. Wie könnte das aussehen?
Naja, also wie haben das meine großen Markenkunden geschafft? Sie haben, wenn sie viele Menschen erreichen wollen, haben sie Media eingekauft. Was heißt das? Ein Media-Einkauf heißt, sie haben Fernsehwerbespots gekauft, weil das ist ein reichweitenstarkes Medium. Und sie haben womöglich versucht, in einem Timeslot zu buchen, wo möglichst viele Leute zuschauen. Also vielleicht am Abend, nach der Arbeit um 20 Uhr, wo ganz, ganz viele Leute bereits zu Hause sind, was gegessen haben, herumsitzen gemeinsam als Familie vor dem Fernseher und keine Ahnung, damals Wetten, dass geschaut haben oder sonst was in die Richtung. Da wollten sie in diese Werbeslot kommen. Oder indem sie auch im Internet zum Beispiel groß angelegte Google-Kampagnen gemacht haben oder auf reichweitenstarke Plattformen Werbung gemacht haben, wo sie sich sicher sein konnten, dass Tausende, Tausende, Tausende von Menschen dort sein könnten. So, ich erwarte nicht von dir als Solo-Unternehmer, Solopreneur, wie wir das gerne hier sagen, dass du dieses Riesenbudget hast oder dass du auf der Art und Weise Media einkaufst. Das will ich gar nicht sagen. Sondern du wirst darin meisterhaft, vielleicht auf folgende Art und Weise. Vielleicht ist es für dich wichtig, PR zu betreiben. Das heißt, du pflegst Kontakte zu Journalisten, du versuchst platziert zu bekommen in reichweitenstarken Zeitschriften mit deinem Thema. Oder du schaffst es mit der Zeit, Kontakt herzustellen mit Radiosender, du machst auf dich aufmerksam mit Content online, damit sie einen Vorgeschmack von dir bekommen und du kommst wirklich in ein Radioprogramm, wo du wirklich ein breiteres Publikum vor dir hast. Du musst nicht zwangsläufig Geld ausgeben dafür. Du kannst über verschiedene PR-Maßnahmen auch auf diesem Weg dorthin kommen. Und vielleicht schaffst du es tatsächlich, in den Fernseher zu kommen. Ich erzähle gern diese Geschichte von einer Life-Coach. Sie nannte sich Entschleunigungscoach. Und sie hat eine Praxis hier in Frankfurt am Main. Und ich weiß noch, es war vor vielen Jahren, da war ich noch in einer Angestelltenposition. Und ich war am Rande des Burnouts, wenn man so will. Ich hatte nachts nicht so gut geschlafen, also häufig Schlafstörungen gehabt. Ich hatte teilweise so Herzrasen, bisschen das Gefühl von Panikattacken, musste mein Mann nachts aufwachen und habe über mehrere Monate mit diesem Gefühl gekämpft, dass es mir nicht so gut geht und dass ich irgendwie unzufrieden bin. Ich habe viel zu viel gearbeitet und getan und ich habe aber nicht gewusst damals, ich wusste gar damals nichts vom Coaching, ich wusste gar nicht, wer könnte mir mit sowas helfen. Ich weiß nur, ich habe gelitten mit dem Ganzen. Und eines Tages, ich war hier oben, damals war es mein Schlafzimmer, nicht mein Büro, bevor wir umgebaut haben. Und mein Mann hat im Fernseher, und zwar in einem lokalen Frankfurter Fernsehsender gesehen, oder für Region Hessen, glaube ich, war das, ein Coach gesehen im Fernseher und diese Frau hat über ihre Arbeit als Entschleunigungscoach gesprochen. Sie hat erzählt, dass es sehr vielen Menschen so geht in der heutigen Zeit. Sie hat erzählt über ihre Arbeit und wie sie die Menschen zu beschleunigen hilft. Und sie hat wirklich mit den ganzen Punkten, die ich gerade angesprochen, Schlaflosigkeit, Panikattacken und so weiter, beschrieben, wem sie helfen kann. Und mein Mann hat mich darin wiedererkannt und gesagt, hey Shalia, ich habe da jemanden im Fernsehen gesehen, ich glaube, das könnte für dich spannend und sinnvoll sein. Und so bin ich mit ihr in die erste Coaching-Zusammenarbeit Arbeiten meines Lebens gekommen, was ganz, ganz spannend war. Aber sie hat einfach verstanden, dass ihr Thema eher so Massenmarketing ist und da hat sie es geschafft, in einen Fernsehsender zu kommen. Okay? So, habt ihr Fragen dazu für diejenigen, die gerade live dabei sind? Schreibt mir einfach im Kommentarbereich und ich gehe sehr gerne auf deine Fragen ein, wenn du möchtest. Ja, und ein weiteres Beispiel ist ein weiterer Mentor von mir aus Wien, der Roman Brown. Der hat ein Institut, also Trinity heißt das, Trinity International, und er ist spezialisiert auf NLP und er bietet zum Beispiel den NLP Practitioner an als Angebot, den Master Practitioner, das Trainers Training und viele, viele andere Angebote.
und spricht auch mit seinen Themen ganz, ganz viele Leute an. Nicht nur Leute, die später trainieren oder coachen wollen, sondern Menschen, die einfach allgemein ein viel schöneres und besseres Leben haben wollen. Und was du häufig bei ihm sehen wirst, zusätzlich zu seiner Keep-in-Touch-Strategie, die er meisterhaft macht und Social Media und anderen Marketingaktivitäten, du wirst bei ihm immer wieder sehen, dass er häufig im Fernsehsender auftaucht, dass er in vielen Zeitschriften zu unterschiedlichsten Themen Artikel schreibt, dass er im Radio geinterviewt wird, dass er auf eine TED-Bühne geht, also viel breiter, mehr Leute also mit Massenvermarktung ansprechen. Okay, ist das verständlich? Gut, also das heißt, du könntest das auch machen, wenn du wolltest. Und es wäre wichtig zu wissen, dass du alle ansprichst und dass du neue Fähigkeit womöglich brauchst, um sie zu erreichen. Jetzt lass uns aber auch über Nischenmarketing sprechen, weil das ist ja im Titel des heutigen Calls. Und zwar, Nischenmarketing heißt, du hast ein Angebot oder mehrere Angebote für eine sehr kleine Zielgruppe. Zum Beispiel, die in einer bestimmten Lebensphase sich befinden. Ein klassisches Beispiel wäre, wenn du Mompreneurs ansprichst, also die Frauen, die gerne eine Selbstständigkeit zum Beispiel aufbauen gerade und kleine Kinder haben oder Teenager, je nachdem. Also das ist eine Lebensphase, die du in dieser Nische ansprichst. Es kann aber auch sein, dass diese kleine Zielgruppe, die du ansprichst, ein spezifisches Problem hat. Zum Beispiel bei mir, meine Zielgruppe, der Coaches, Trainer, Berater und herzgetriebener Dienstleister, haben das spezifische Problem, dass sie teilweise nicht wissen, wie sie sich erfolgreich auf dem Markt positionieren sollten, könnten. Sie wissen nicht, wie sie mehr Kunden gewinnen können, mehr Klienten zu sich anziehen und gewinnen könnten. Und deswegen sind sie bei mir. Und ich spreche mit meinen ganzen Angeboten diese Personen an. Es gibt natürlich auch Zielgruppen, die nicht ein Problem als solches haben, sondern die nur ein bestimmtes Interesse haben. Also zum Beispiel, das könnten Sammler sein. Ein Beispiel, ich bin auf ein College gegangen, und zwar ausschließlich Frauen in Atlanta, Georgia, mit dem Namen Agnes Scott College. Und unsere Maskottchen ist so ein kleiner Scotty, nennt man das so, Scotty Dog. Und es gibt tatsächlich Leute, auch von meiner Uni, die sammeln diese Scotty Dogs und überall, wo sie hingehen, finden sie welche und nehmen sie mit nach Hause. Und ich habe Leute kennengelernt, sie spezialisieren sich auf den Verkauf von Merchandise, die mit diesen Scotties was zu tun haben. Und die verkaufen sie weltweit. Also so eine sehr kleines Interessensgruppe, aber dort machen sie ein gutes Geschäft mit dem Ganzen. Okay, wenn du Nischenmarketing betreiben möchtest, das heißt, du hast ein Angebot oder mehrere Angebote für eine sehr kleine und spezifische Zielgruppe, dann wirst du auch einige bestimmte Fähigkeiten benötigen. Nämlich, es wäre vielleicht von Interesse, wenn du wüsstest, wie du für diese kleine Zielgruppe die Lebensdauer der Zusammenarbeit verlängerst, weil wenn du weniger Kunden hast, möchtest du länger mit ihnen zusammenarbeiten vielleicht. Da könntest du beginnen zu lernen, wie du Premium-Pakete anbietest oder langfristige Pakete. Oder aber, weil du länger mit ihnen zusammenarbeiten möchtest, würdest du beginnen zu schauen, okay, wie sieht der Lebenszyklus meines Angebots aus? Man sagt manchmal Spiral Marketing dazu, nämlich, was ist der erste Schritt, den sie mit mir machen? Was ist der nächste Schritt, was sie mit mir machen? Das ist der dritte und vierte. Also du entwickelst quasi so eine Customer Journey und führst sie entlang dieser Journey. Und das wäre etwas, was du lernen wollen würdest vielleicht als jemand, der eine Nische hat. Auf der Marketingseite ist ganz klar, Nischen gab es früher sehr viel und heute wieder ganz modern. Ich gebe euch ein Beispiel. Also früher hat man, sagen wir mal, im Mittelalter ganz viele nischige Produkte gehabt. Es gab der Bäcker, der hat das Brot verkauft. Dann gab es jemand, der Schuster, der hat die Schuhe gemacht. Es gab, was noch, hilft ihr mir doch gerade, hilft mir im Kommentarbereich, weil wir werden vielleicht bald einfach die Ideen ausgehen, was das anbelangt. Aber bestimmt kriege ich noch einen zusammen. Der Gemüsehändler, also das sind
Nischenprodukte auf der einen Seite, also wo du sagst, ich mache nur das. Ja, das ist eigentlich ein doofes Beispiel, weil sie sprechen den ganzen Dorf mit dem Produkt an in dem Fall. Aber okay, ihr wisst, was ich meine. Später ist es so geworden, es gab riesen Einkaufszentren. Sie haben begonnen, wirklich alle Produkte aufs Mal anzubieten für die Massen. Du konntest in einem Ort sowohl Brot wie auch Schuhe und so weiter zusammenbekommen. Als allerdings das Internet aufgekommen ist und ganze Anbieter wie Amazon, aber auch iTunes, hat man gemerkt, Moment, wenn wir unsere Verkäufe anschauen, Kein Weg, der findet das ganz langweilig. Gab es natürlich der Versuch von den Supermärkten, von den Einkaufszentren. Sie haben versucht, Massenprodukte an die Masse zu pushen, aber als sie ihre Verkäufe tatsächlich analysiert haben, haben sie gesehen, viele Nischenprodukte, die gerichtet waren an Nischeninteressenten, haben es zusammengenommen, einen größeren Umsatz ausgemacht als die Massenprodukte für die Masse. Und das sieht so in der Kurve aus, man nennt das Longtail. Und durch das Online ist dieses Thema Nische wieder aktuell geworden. Und so kann man zum Beispiel als Einzelunternehmer natürlich sagen, okay, wie ziehe ich eine sehr spezifische Gruppe zu mir an? Naja, ich entwickle Content, um diese Nische, dieses Problem, dieses Interesse herum, was diese sehr kleine Zielgruppe interessieren könnte. Und ich mache das immer wieder und immer wieder und immer wieder, bis sie auf mich aufmerksam werden. Ich ziehe sie zu mir hin. Das heißt, deine Fähigkeit, wenn du Nischenmarketing im Online-Bereich anbietest, also wenn du die Kunden dort online abholen möchtest, da wirst du gut werden, natürlich im Content-Marketing. Da wirst du gut werden, darin zu schauen, wo sind diese Nischen überall online in kleineren, nischigeren Gruppen versammelt. Du wirst diesen Gruppen beitreten. Du wirst beginnen, dort zu interagieren mit den Leuten, einen Nutzen zu schaffen. Oder du wirst gucken, wo ist die Zielgruppe bereits für mich versammelt? In Networking-Veranstaltungen, auf Vorträgen, Workshops. Also das sind die Art von Fähigkeiten, die du entwickelst, wenn du Nischenmarketing machst. Und wenn du das anschaust, das sind ganz andere Fähigkeiten, wie wenn du Massenmarketing machst. Ist das verständlich? Ich habe das Gefühl, ich habe mich gerade im Kreis gedreht oder sowieso alles gesagt, was ihr schon wisst. Aber egal, ich kläre jetzt gerade das auf. Wenn es Fragen gibt, schreib mir das jetzt einfach im Kommentarbereich. Jetzt will ich über eine dritte Möglichkeit sprechen, worüber sehr weniger reden, weil alle sowieso fast nur über Nischenmarketing in diesem Bereich reden. Nämlich, es gibt auch das Thema Targeted Marketing. Hast du persönlich davon gehört? Also Targeted Marketing ist auch etwas, was ich begegnet bin in meiner Zeit als strategische Planerin in der Agentur. Und zwar für eine Spirituosenfirma zum Beispiel. Wir hatten einen sehr weltberühmten Spirituosenfirma, den ich ja hier nicht nennen möchte, direkt und konkret. Aber diese Firma hat so eine leckere braune Brühe und diese Spirituosa gab es sehr lange Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und die Zielgruppe, die dann dieses Zeug getrunken hat, bis die 90er Jahre gekommen sind, waren alle in den Jahren gekommen und es waren eher 80-jährige Omas oder 90-jährige Opis oder sogar Leute, alte Rentner, die in die Kneipen gegangen sind oder sonntags früh shoppen. Und das Angebot von dieser spirituosen Firma lief super dort. Es lief wirklich super und die wollten das nicht verändern. Also und gleichzeitig wollten sie die Marke weltweit verjüngern. Und darüber haben sie begonnen, über Targeted Marketing nachzudenken. Was ist das denn eigentlich? Targeted Marketing kann eingesetzt werden in zwei verschiedenen Fällen. Im Fall von diesen Spirituosenfirma gab es ein einziges Produkt und das Produkt war immer gleich, egal für welche Zielgruppe. Aber in der Vermarktung haben sie das anders verpackt und schmackhaft gemacht, je nachdem, wen sie gerade angesprochen haben. Das heißt, die 80-jährige Oma wurde nach wie vor angesprochen an die Touchpoints, wo sie unterwegs war. Also sie hat zum Beispiel
keine Ahnung, lokal um die Ecke in ihrem kleinen Supermarkt dort eingekauft und dort haben sie Werbung für sie aufgestellt beispielsweise. Die jüngere Zielgruppe, die sie ansprechen wollten, die wollten wirklich so Leute über 21, gerade an dieser Grenze, haben sie angesprochen in Universität, haben Campus-Werbung gemacht, haben Campus-Partys gemacht, zum Beispiel in den USA. Und in anderen Ländern wiederum andere Leute. Das heißt, mit Event-Marketing oder mit Musikveranstaltungen oder mit Sport verbunden. Je nach Land und je nachdem, wem sie ansprechen wollten, haben sie unterschiedlichste Maßnahmen ergriffen mit einer unterschiedlichen Tonalität und Aufmachung. Und weil dieser 80-jährige Oma niemals bei einem Fußball-Sporting-Event war in der lokalen Verein-Community, hat sie das nicht gesehen und wiederum der andere hat nicht gesehen, was für die Oma gemacht wurde. Ich weiß nicht, ob ich gerade das richtig so aufschlussreich erkläre, aber ich versuche mein Bestes. Das heißt, das könnte zum Beispiel auf dich zutreffen. Stell dir vor, du hast ein Produkt oder mehrere Produkte, das ist nämlich der zweite Fall, und da möchte ich ein Beispiel geben. Eine Kundin von mir hat drei verschiedene Angebote. Sie spricht zum Beispiel, sie hat ein Thema Beziehung, es geht um Liebe, es geht um Partnerschaft. Sie hat wiederum eine Sache, die sie macht vor Ort, lokal, wo sie Manager coacht, und zwar mit Mentaltraining. Und es geht dort um ganz andere Themen, die haben kaum miteinander was zu tun. Und sie hat wiederum ein drittes Standbein, also es macht eine Art von Einrichtungsberatung. Und sie holt sie Einrichtungsberatungsaufträge über Kooperationen zum Beispiel, also und redet ganz wenig in der Öffentlichkeit drüber. Das geht quasi über eine Empfehlung von jemand und sie kommt dann die Aufträge auf die Art und Weise. Wiederum mit ihrer Beziehungsthema geht sie wirklich groß raus mit ihrem Buch und mit Online-Kursen und mit Online-Marketing und einem wöchentlichen Blog. Also das Kanal ist eindeutig dort online. Ne? Also nicht irgendwie Word of Mouth und lokal. Und bei diesem Business Manager Gruppe sind wir gerade dabei zu eruieren, wie könnte sich sie lokal diese Personen ansprechen, zum Beispiel in spezifische Networking mit diesen Menschen zusammen oder spezifische lokale Kooperationen innerhalb dieser Bereich. Und sie kann diese drei Zielgruppen bedienen, weil sie voneinander einfach kaum was mitbekommen. So, du wirst dich vielleicht fragen an dieser Stelle, ja, wie geht das? Wie mache ich das mit meiner Website und mit meiner Online-Kommunikation? Das wird unterschiedlich gelöst. Manchmal trennt man diese zum Beispiel zwei oder drei Bereiche gänzlich. Man macht unterschiedlichste Webseiten, die voneinander getrennt gehalten werden mit anderen URLs und Domänen und man führt sie nicht zusammen. Und wiederum andere Leute sagen, nee, es passt besser zu mir, wenn ich irgendwie eine Website habe, ich bringe alles unter einem Dach, ich habe einfach verschiedene Türen, wo meine verschiedenen Zielgruppen reingehen können. Wie du das löst, ist natürlich ganz spezifisch und individuell. Vielleicht ein anderes Beispiel dafür war bei mir selber. Am Anfang, wo ich mein Geschäft aufgebaut habe, habe ich nicht eine spezifische Zielgruppe der Solopreneure, sondern ich habe sowohl Firmen angesprochen, die Trainerakademien hatten, und ich habe ihren Trainern beigebracht, wie sie online trainieren können, also wie sie quasi vom realen Klassenzimmer in das virtuelle Klassenzimmer meisterhaft unterwegs sein können. Gleichzeitig habe ich Solopreneuren wie Coaches, Trainer und Beratern beigebracht, wie sie online coachen, wie sie Angebote für den Online-Bereich entwickeln und wie sie auch ein gewisses Online-Marketing machen, um die Kunden anzuziehen. Und wiederum eine dritte Zielgruppe, die ich hatte, war einfach Unternehmen, also mittelständische Unternehmen, die Produkte haben und die Webinare nutzen wollten, um ihre Produkte zu erklären und um den Betrieb zu verstärken über dieses Medium. Habt ihr das? Also drei total unterschiedliche Zielgruppen, ähnlich verwandte Themen, also nicht komplett unterschiedliche Dienstleistungsangebote und doch
Ich habe eher die Firmen gekriegt durch Networking, spezifisches Networking, durch strategische Partnerschaften, zum Beispiel mit der Führungsakademie in der Wirtschaft. Und die Solopreneure habe ich eher mit Online-Marketing abgeholt, mit Webinaren und E-Mail-Marketing. Und wiederum die Firmeninhaber habe ich auf andere Wege abgeholt. Das heißt, gezieltes Marketing für unterschiedlichste Zielgruppen. Ist das sinnvoll? Kommt ihr gut mit? So, das hat natürlich für und wider. Also all das, ob du Massenvermarktung wählst, ob du Nischenmarketing wählst oder ob du Targeted Marketing oder gezieltes Marketing lernst. Für mich persönlich habe ich mit der Zeit die Erfahrung gemacht, dass es für mich als Einzelunternehmer anstrengend geworden ist, auf so vielen Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Ich habe ganz viel Energie aufgebraucht, spezifische Dinge für diese Zielgruppe zu machen, spezifische andere Dinge für diese Zielgruppe. Und häufig hatte ich die Schwierigkeit, dass ich nicht wusste, okay, wenn ich ein Freebie für den mache und für den, die kommen alle auf die gleiche E-Mail-Liste. Wie schaffe ich es, dass die unterschiedlichsten Themen, die ich bediene, gleichzeitig alle ansprechen und dass ich nicht alle verwirre? Und tatsächlich mit der Zeit habe ich mich schizophren gefühlt und ich habe das Gefühl gehabt, ich habe mich zu dünn verteilt. Und daher war es eine logische Folgerung, dass ich mit der Zeit eine Zielgruppe fallen lassen habe und dann die andere Zielgruppe fallen lassen habe und nur noch bei den Solopreneuren geblieben bin. Das war allerdings ein Prozess von etwa 3 Jahren, fast dreieinhalb, vielleicht sogar 4 Jahre. Ich habe nicht genau gezählt, aber ich habe ziemlich gelitten in der Zeit. Weil vielleicht geht es dir auch so, ich wollte es unbedingt wissen, von diesen drei, welches soll ich ansprechen? Das, das oder das? Und ich konnte mich nicht entscheiden und ich konnte auch nicht loslassen von dem, was da war. Es war ein Prozess. Und das ist die nächste Message, die ich weitergeben möchte, bevor wir zum Ende kommen in den nächsten 5 Minuten. Nämlich, egal ob du sagst, ja, ich bin Life-Coach oder ich bin ein Berater, der kann fast alle Firmen helfen mit meiner strategischen Beratung. Du möchtest Massenvermarktung machen. Oder ob du sagst, nein, ich möchte sehr spezifisch eine Nische ansprechen. Ich möchte meine Energie geballt in eine Richtung lenken, weil ich habe nicht ein Riesenteam und unbegrenzt Energie. Oder ob du durch Targeted Marketing sehr schlau unterschiedlichste Zielgruppen abholen möchtest. Das ist kein richtig und kein falsch. Probier es einfach mal aus und schau mal, was dir liegt. Und ich würde dir Folgendes raten, nämlich hold the butterfly lightly. Also halte den Schmetterling leicht oder sagt man das auf Deutsch? Halte den Schmetterling sanft, vielleicht ist es eine richtige Übersetzung. Und zwar stell dir vor, es kommt hier auf meine Hand ein Schmetterling angeflogen und landet auf meine Hand. Und dieses Schmetterling steht für die Idee von, ich hätte gerne eine Positionierung, die zu mir passt, die mir riesen Freude bereitet, wo ich Kunden finde in diesem Bereich. Und du schaust einfach in diese Richtung, auf diesen Schmetterling, das auf deine Hand geflogen ist. Und stell dir vor, du würdest krampfhaft versuchen, das herauszufinden. Was ist meine Nische? Was ist meine Positionierung? Was ist mein Claim, der geil ist und perfekt? Und du machst das richtig unentspannt. Ich versuche das hier zu zeigen. Und du machst so eine Faust mit diesem Schmetterling. Na, was passiert, unabhängig davon, dass du wahrscheinlich innerlich sehr viel Stress und Druck und ja, wie alles andere als Freude empfindest, weil du stetig mit dieser Unklarheit herumkämpfst, darüber nachdenkst und nicht vorwärts gehen kannst, bis das klar ist, mit allen möglichen Leuten darüber redest, dein Partner, deine Freunde, bis du nicht mehr zum Kaffee eingeladen bist, weil niemand mehr hören kann, dass du deine Positionierung suchst. Jedenfalls war es bei mir so. Ich bin ein ungern gesehener Gast geworden, weil ich das so krampfhaft gehalten habe. Und was passiert mit diesem Schmetterling, wenn ich meine Hand aufmachen würde? Ja, du ahnst es schon, seine wunderschöne blau und orange und gelb Farbe wäre hier geschmiert, überall auf der Hand. Ich hätte ihn umgebracht mit diesem Druck, dieses so sehr wollen, dass er kein Luft und Raum zum Atmen hat. Wenn du wiederum den Schmetterling leicht hältst,
So, einfach so mit einer halb geoffenen Hand, ganz geschützt. Und wenn du sagst, okay, ich weiß es heute nicht, aber ich werde es irgendwann mal wissen. Ich habe noch nie einen Kunde von mir begegnet, der nicht oder die nicht irgendwann mal zu seiner Positionierung gekommen ist. Es kommt immer. Aber es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess und es könnte einige Tage dauern, es könnte aber auch Jahre dauern, je nachdem. Das können wir nicht bestimmen. Wir sind nicht die Zeitwächter. Es gibt eine universelle Zeit, die bestimmt, wann es soweit ist. Was heißt das für dich? Heißt es, dass du dich mit deiner Zielgruppenpositionierung gar nicht auseinandersetzt? Vielleicht. Es kann eine Möglichkeit sein. Vielleicht lässt du es einfach total sein und machst dein Leben, gehst dein Leben nach, bis hältst den Schmetterling leicht und irgendwann kommt es zu dir. Ich für mich habe mich einfach immer weiter damit beschäftigt. Immer wieder einfach ein bisschen geguckt, hier und da, was sind Impulse, was sind Dinge, die mir auf die richtige Spur bringen könnte. Und deswegen kommt jetzt auch eine Einladung deswegen. Also, man sieht es hier schon die ganze Zeit. Es gibt das Successful Solopreneur System. Das ist mein komplettes System, wie du es als Coach, Trainer, Berater oder herzgetriebener Dienstleister lernst, ein Business aufzubauen, das du liebst und von dem du gut leben kannst. Und heute haben wir das erste Modul in einem kleinen Teil angeschaut, nämlich Zielgruppenpositionierung. Und wenn du das Gefühl hast, es könnte dir helfen, in die Richtung zu schauen, den Schmetterling leicht zu halten, und du hättest gern von mir einige Masterclasses, die du anschauen kannst zu diesem Thema, 3 Videos nämlich, jeweils 45 Minuten mit entsprechenden Arbeitsmaterial, die dich leicht und locker und inspirierend beginnen lassen, in die Richtung zu schauen, dann schau mal vorbei, also bei www.successfulsolopreneursystem.com. Dort kannst du ein Sonderangebot vorfinden, was nur noch für kurze Zeit zur Verfügung steht, nämlich bis Ende dieser Woche. Und du kannst risikolos dich anmelden. Es gibt nämlich eine 30-Tage-Rückgabegarantie oder besser gesagt eine Zufriedenheitsgarantie. Das heißt, du kannst hineinschnuppern in einige der Masterclasses und schauen, ob du mit meinem Lehrstuhl zurechtkommst, ob du dafür dich was Nützliches findest und entscheiden, ob du dann das gesamte System weitermachen möchtest. Das war es von mir heute. Ich hoffe, das war für dich nützlich, inspirierend, vielleicht entspannend, wenn es gerade darum geht, loszulassen von diesem Prozess, den man sowieso nicht viel Druck geben kann. Es muss sich selbst entfalten. Das ist das Ding. Und man kann ein wenig nachhelfen für sein Gewissen, aber es dauert so lange, es dauert. Und auf dem Weg kann man einfach Wissen ansammeln, gucken, was es gibt und locker bleiben. So, that's it. Hab einen schönen Tag und wir sehen uns bei dem nächsten Facebook Live Video, und zwar zu Pakete und Preise. Bis dahin. Tschüss zusammen.